Buonasera ragazzi, buonasera e benvenuti a Casa Tesoro. Heute ich präsentiere euch die Rezept, das die von meiner Oma auf meine Mutter und zu mir gekommen ist, von Bolognese. Und während wir kochen, ich werde euch ein paar Tipps geben, die vielleicht ihr nichts wissen. Let's go! Okay, der erste Step ist Cipolla. Die Zwiebel muss so fein geschnitten, aufgrund, dass die in den Topf dann schmelzen müssen, den Geschmack hinterlassen, aber nichts im Mund bleiben. Jetzt kommen die Karotten dran. Geschält und einfach. Also, viele Personen pürieren das und ich finde, pürieren ist nicht schlecht, jeder kann machen, wie er will. Aber wenn ich eine Bolognese esse, ich will die Konsistenz von den Zutaten, die ich reingeben, will ich unter die Zähne haben. Okay, Ragazzi, unsere Karotten sind geschält und geschnitten und jetzt gehen wir weiter mit unserer Sellerstange. Mmh, die sind urgut. Wie die Karotten, auch den Sellerie, ich schneide, sagen wir in Italienisch, grossolanamente. Pfanne ist heiß, Öl ist warm. Wichtig ist bei Kochen, ist die Reihenfolge. Zwiebeln schön anschwitzen. Wie sagen wir auf Deutsch? Anschwitzen. Ja. Anschwitzen, ich schwitze auch. Und danach werden die Karotten. Warum? Weil die Karotten sind viel fester. Die dauert ein bisschen länger zu kochen. Deswegen nichts, erst das, sonst erst die Karotten. Okay, Ragazzi, wenn die Zwiebel fängt, die Rand oder die Grenze von Stück ein bisschen braun zu werden, dann sind gut angeschwitzt und dann werden die Karotten reingegeben. Schade, gibt es nicht diese Option riechen, weil es riecht urgut, ich habe schon jetzt Hunger. Jetzt die Karotten sind schön auch gut angeschwitzt, jetzt kommt Sellerie ins Spiel. Die Gemüse sind schön gut angeschwitzt, alles zusammen harmonisiert. Jetzt kommt ins Spiel das Wichtigste, faschierte Hack. Ich gebe kein Speck, ich gebe kein Pancetta, aber ich mag pro Kilo 700 Gramm Rindfleisch faschiert, sehr fettig, und 300 Gramm Schweinfleisch. Wer will kein Schweinfleisch, kann auch einfach mit Rindfleisch machen. Ragazzi, während dem Fleischbraten nicht vergessen, salzen. Wenn das ein bisschen trocknet wird, dann können wir mit Rotwein. Und wer will keine Wein, kann auch einfach ohne Wein machen. Es ist überhaupt kein Problem. Okay, Ragazzi, wir gehen mit Wein. Basilikum in die Tomaten. Warum aber benutzt du jetzt geschälte Tomaten? Jetzt abgesehen, dass ich von meiner Mutter, meiner Großmutter das gelernt habe, ich finde überhaupt, dass die Passata ist nicht schlecht in die Bolognese. Ich finde, in die Bolognese gehört Pelati, weil die Pelati zerquetscht man ein bisschen mit der, wie sagt man mit dem? Kochlöffel. Oder in Napoletano Cucciarella. Die habe ich von meiner Mutter oft bekommt, wenn ich was Schlimmes gemacht habe. Wenn wir mit der Cucciarella das zerquetschen ein bisschen, wir haben die Struktur. Schau, jetzt schon kannst du so sehen, wie die Bolognese sein sollte. Weil ich will alles im Mund haben. Diese Purierte und Passierte ist gut für Spezzatino und andere Gerichte. Aber in die Bolognese, für mich, gehört Pelati. Und nicht vergessen, auch die Pelati salzen. Zerquetschen noch ein bisschen die Bolognese. Jetzt muss mindestens 2,5-3 Stunden kochen. 2 Stunden später. Unsere Bolognese hat sich schön reduziert. Wenn ihr seht, es ist nichts mehr flüssig. Wir sehen die ganzen Stücke von alles, was wir reingegeben haben. Macht ihr keine Sorge, ob ihr so viel kochen oder weniger. Wichtig ist, dass die Konsistenz so sein sollte. Unsere selbstgemachte Nudeln haben wir schon gemacht. Ihr werdet sehen in dem nächsten Video, wie die Nudeln gemacht sind. Aber ihr könnt auch mit normalen Nudeln machen. Viele machen einfach diese Teller mit gekochten Nudeln und dann Soße oben. Ich finde, es ist in Ordnung, jeder kann machen, was er will. Aber ich gebe Bolognese in die Pfanne. Pasta wird gekocht in Wasser und dann wird die Nudeln in die Soße zusammen gemischt. Also die Nudeln saugen die Soße und es schmeckt für mich viel besser. Ein bisschen Wasserpasta für die Creme. Parmigiano, ganz wenig. Okay, Ragazzi, Stunde der Wahrheit. Nudeln sind da.
sehr lange, riecht sehr gut. Boah, ragazzi, keine Diskussion. Wahnsinn, einfach nachmachen. Ich kann sagen, ich habe wirklich schon oft Bolognese gekocht, aber meine ist wirklich noch nie so gut geworden wie deine. Okay. Ist auch richtig cremig geworden jetzt nochmal. Ja, du hast ja gemacht, hast mit Nudelwasser und so. Sehr gut. Ragazzi, nicht vergessen, abonnieren auf unseren Kanal, ob ihr gefällt oder nichts, weil sonst kommen zurück.